sich so denkt, hä? Herzlich willkommen, meine lieben Futurianer. Ich sag jetzt immer Futurianer, ich etabliere das einfach mal. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man das schreibt. Ja. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Track Ratings. Heute für euch möchte ich leben. Und zwar von Station 89 im Free Mind Remix. Wie schnell ist der eigentlich? Ist er echt 146 oder habe ich schlecht getappt? Oder ist er eigentlich 145? Auf jeden Fall schnell. Wird 146 sein, hört sich doch ganz in Ordnung an. Ist also ein zackiges Tempo. Was haben wir hier für einen Track? Wir haben Ich will leben von Station 89. Ich kannte den Track überhaupt nicht. Kannte ich gar nicht, würde jetzt sagen, das geht so in die Hands-Up-Richtung und Orichalkos aka Freemind hat den eben geremixed und zwar in einer, wie sagen wir das, Goa-Psytrance-Version. Und die Waveform im Übrigen sieht gut aus, da kann man nichts sagen, also nichts Negatives. Ich hasse diesen. Ach ja. Ich hasse diesen Satz, da kann man nichts sagen. Ja, man muss eigentlich sagen, da kann man nichts Negatives sagen, oder? Das meint man doch damit, weil wenn man gar nichts sagen kann. Wie auch immer. Einzige, was ich mir so ein bisschen aufgefallen ist, mir ist mehrere Sachen sind mir aufgefallen. Ich will leben und will es heute erleben. Komm, lass uns schweben. Komm, lass uns einfach abheben. Lass los die Dinge. Das Vocal finde ich leise. Also ich finde das, aber das war im Original irgendwie ähnlich. Das finde ich ist ein bisschen komisch, weil gerade hier. Mir kommt das ein Müh zu leise vor. Was sagen die Leute dazu? Was sagt ihr, meine lieben Futurianer dazu? Was sagt ihr? Also mir kommt das ein bisschen. Ein bisschen das Gefühl so, ja, bisschen lauter, ja, okay, aha, ja, so ganz bisschen. Da textlich kannst du jetzt nichts dafür, ist halt immer das Problem, wenn es Deutsch ist, ne, dann hört man zu. Und wenn man zuhört und sich so denkt, hä? Was? Leben? Kleben, Dinge abheben, leben, weben, wohin des Weges gehen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Böhmermann-mäßig, Menschen, Leben, Tanzen, Welt, ne, so Pseudo-Deep. Aber das kann man dem Track eigentlich nicht vorwerfen, weil in dem Moment, wo man es auf Englisch macht, sagt wieder keiner was dagegen, ne? Was eigentlich ein völliger Quatsch ist. Also nur weil es dann auf Englisch ist und wir nicht so genau zuhören, ist es nicht besser. Aber das ist so dieses Gefühl, dagegen kann ich gar nichts machen. Ich höre das so, das ist für mich, das fand ich ganz witzig, dass das hier auch verlinkt war. House Rockers Herzrasen ist für mich so auch, geht so in diese Kategorie. Ich kann mir das nicht gut geben im Leben. Ne? Weil einfach, ich bin die ganze Zeit so, Text nehme ich nicht voll. Ja. Aber ich muss den Track ja objektiv bewerten.
Das Vocal ist sehr monolastig abgemischt. Also es gibt, glaube ich, kaum Stereoanteile. Also da hätte ich vielleicht irgendwie noch ein kleines Mini-Delay, ein Reverb, der so ein bisschen in die Breite geht. Wäre ein bisschen atmosphärischer gekommen. Der Track ist insgesamt sehr monomäßig unterwegs. Die Elemente da, die Arpeggios. Da geht ein bisschen was im Stereo. Wir geben uns mal den Bassanteil und gucken mal, wie das so groovt. Ist nicht verkehrt. Ich glaube, ich hätte noch so ein minimal, ganz minimal. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Find den Klick, also den ploppigen, kickigen Anteil vom Bass ein bisschen zu stark. So ganz leicht. Das wäre aber, wie gesagt, juckt keinen. Hör nicht auf mich. Ich glaube, das ist echt nur privater Geschmack, so, weil ich das jetzt irgendwie. Ich fänd das, glaube ich, cooler, aber kann auch sein, dass das genauso richtig ist. Ich meine, es ist eine Goa-Kick, ne? Eine Goa-Kick, die muss diesen hohen Pitch-Fall haben, der so, ne, mit einem starken Kick- und Klick-Anteil. Vielleicht finde ich auch die Bassline einen ganz, ganz, ganz kleinen Ticken zu mittenmäßig. Also. Müsst ihr jetzt, sagt ihr, könnt ihr mal was dazu sagen? Also ich hätte die Bassline hier bei 770 Hertz so einen Tacken nach unten gezogen. Dafür hier bei 5 Kilohertz ein bisschen mehr. Das ist so minimal. Das sind so Sachen. Ich kann es gar nicht so ganz genau beschreiben. Der kommt dadurch so ein bisschen flat. Und der könnte, finde ich, noch ein bisschen spritziger daherkommen, wenn eben nur, ne, die Mitten so ganz leicht. Aber das ist wirklich, das ist so fein. Da will ich jetzt gar nicht so, dass nicht, dass das so rüberkommt, als wäre hätte ich hier großartig was zu meckern. Im Vergleich sind die Lead Sounds. Die haben wenig Mittenanteil. Aber auch das ist so. Könnte man jetzt auch immer noch durchgehen lassen, so dass es einfach ein anderer Style ist oder dass du das so anders wolltest. Meinen persönlichen Geschmack trifft es nicht so hundertprozentig von der Mische her. Ja. Kommen wir mal zu einer Bewertung. Hier. Do you like it? Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich finde, es ist alles nicht schlecht gemacht, aber es trifft irgendwie vom Vocal nicht meinen Geschmack. Der Style auch nicht so ganz, muss ich ganz subjektiv sagen, ist jetzt nicht so mein Favorite Song. So, aber wie gesagt, das ist ja nur die persönliche Meinung, der persönliche Geschmack. Innovation, ich finde es gar nicht schlecht, den Remix, also die Idee, den Hands-Up-Mix in so einen Psy-Goa-Gewand zu bringen, finde ich schon hat was Innovatives. Sounddesign ist definitiv in Ordnung. Also die Kickdrum, die Bassline und so, alle Sounds, die ich höre, sind eigentlich genretypisch in Ordnung.
Ein bisschen Luft ist noch, weil ich mir gerade denke auch, dass so eine Goa-Kick oder so, die hat man sehr oft gehört und da ist eigentlich so ein bisschen die Kunst oder auch bei der Goa-Bassline, da nochmal irgendwas zu machen, was zwar grundsätzlich noch den Regeln der Goa-Kick entspricht, aber eben noch so, dass man so denkt, dass man das Gefühl hat, oh, das ist aber eine interessante, das ist aber eine coole Goa-Kick. Und das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen, wie gesagt, guter Standard. Und Mixer und Mastering ist sehr, sehr ordentlich. Ich hätte es ein bisschen anders gemischt und gemastert, aber das ist ja hier eine objektive Beurteilung und objektiv gesehen hast du hier eigentlich nichts falsch gemacht. Deswegen, ohne eigentlich, gebe ich hier guten Gewissens 8 Goldbarren. Das dauert hier ein bisschen. Finde ich interessant, dass das Mixdown und Mastering gar nicht so gut wegkommt. Muss ich mal die Reviews lesen, beziehungsweise da müssten sich einige mal genauer erklären, warum sie es nicht so gut finden. Das würde mich interessieren. Das war Track Rating für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.